Der babylonische König hatte die Stadt Jerusalem eingenommen, weißt du noch? Die Tempel wurden niedergebrannt und die heiligen Geräte gestohlen. Die Familien wurden ermordet. Daniels Volk wurde aus seiner Heimat vertrieben. Von einem zum anderen Tag verloren sie ihre Freiheit und wurden Sklaven. Vertriebene. Man brachte sie nach Babylon, in die größte Stadt, die die Welt je gekannt hatte. Eine Stadt, die durch die Arbeit der Gefangenen am Leben gehalten wurde. Für die höher gestellten Israeliten hatte der babylonische König Nebukadnezar eine besondere Aufgabe vorgesehen. Euer Majestät, die israelitischen Prinzen! Ich habe gehört, dass ihr die besten und klügsten jungen Männer seid, die man in eurem Volk finden konnte. Ich werde euch ausbilden lassen. Ihr sollt mir als Gelehrte zur Seite stehen. Ihr sollt mich beraten, die Provinzen regieren, die Zukunft voraussagen, die Opfer für die Götter deuten. Nicht wahr, Palastvorsteher? Majestät, wir können euren Göttern nicht dienen. Wenn eure Rituale verlangen, Daniel, dass wir... Für gewöhnlich hat ein Gelehrter für seine Ausbildung 3 Jahre Zeit. Nur, wenn ihr es bis dahin nicht geschafft habt... Wie sollen wir denn neben diesen Göttern arbeiten? Sieh nur, Daniel, sieh nach draußen. Unser armes Volk. Wir müssen uns fügen. Lasst uns die Zeit nutzen und lernen. Ich kann das Wissen eines Gelehrten erwerben. Aber wenn sie von mir verlangen, dass ich Gott den Herrn verleugne, seine Gesetze breche, weigere ich mich. Belshazzar, mein Sohn, bringe sie in ihre Unterkunft. Sorge dafür, dass es ihnen gut geht. Folgt mir, Israeliten. Die Monate gingen ins Land. Und die Israeliten kannten sich bald in jedem Wissensgebiet aus. Mit jedem ihrer Fortschritte ging es ihrem Volk besser. Und sie wurden Freunde des Prinzen Belshazzar. Und dieser eine Gott, er macht alles? Er beschützt uns. Ein Gott ist alles, was der Mensch braucht. Und er verliert nie die Geduld mit euch? Wenn wir seinen Gesetzen gehorchen, ist er unsere Festung. Kann er euch auch eure Zukunft voraussagen? Wenn er es will, aber das ist nicht wichtig. Solange wir ihm gehorchen, ist unsere Zukunft sicher. Meine Herren, seine Majestät hat gesprochen. Eine Ehre, welch eine Ehre. Ihr müsst seine Majestät beeindruckt haben. Ja, Aschpenas? Ihr sollt das Fleisch von des Königs Tafel mit ihm teilen. Es kommt direkt aus dem Tempel von Marduk. Nur die höchst geehrten Teile des Fleisch mit seiner Majestät. Ist es Teil eines Opfers? Darum ist es ja so heilig. Wir können es nicht annehmen. Wie bitte? Wir können kein Fleisch essen, das einem anderen Gott dargeboten wurde und mit dessen Ritual behaftet ist. Kein vernünftiger Gott würde verlangen, diese Ehre abzulehnen. Daniel, wenn wir das verweigern, werden wir dafür leiden. Und alles, was wir für unser Volk erreicht haben, ist verloren. Wir können das Fleisch nicht verzehren. Wir müssen zusammenhalten. Ich habe kein anderes Fleisch, das ich euch geben kann. Und wenn ihr krank werdet, werde ich bestraft. Du wirst es dem König nicht erzählen. Ich kann es nicht tun. Ich kann es nicht. Mach doch einfach einen Versuch mit uns und entscheide dann, was geschehen soll. Aschpenas ging auf ihre Bitte ein. Die Israeliten mussten von Wasser und Gemüse leben. Daniel und die anderen beteten, dass ihr Gehorsam gegenüber den Gesetzen Gottes nicht unbelohnt bleiben würde und dass der König nicht merken würde, dass das geheiligte Fleisch unberührt verschwunden war. Ich möchte sehen, wie ihr mit euren Studien vorankommt. Ich höre sehr viel Gutes, nicht wahr, Palastvorsteher? Ihr seht äußerst gesund aus, das freut mich. Das Tempelfleisch bekommt euch offenbar gut. Und eure Arbeit, zeigt sie mir. Astrologische Karten, Euer Majestät. Oh, die sind beeindruckend. Sehr beeindruckend. Findest du nicht auch? Angemessen. Was ist mit den Zahlen des Schatzamtes? Die Berechnungen, Majestät. Sehr gut. Sehr gut. Ich sehe keinen Grund mehr, euch noch länger auszubilden. Euer Majestät, es gibt sicher noch viel. Ich ernenne euch alle zu königlichen Wahrsagern und Gelehrten. Beschaffe ihnen angemessene Kleider, Aschpenas. Daniel wusste, dass er in dem obersten Hofmagier immer einen Feind haben würde.
aber er musste so arbeiten und lernen wie bisher, weil sein Volk nur auf diese Weise sicher war. Er lernte, dem König bei seinen Regierungsaufgaben zu helfen, und er erwarb die Fähigkeit, Träume zu deuten. Magier! Magier! Ruft meine Hofmagier! Majestät? Ein grauenvoller Traum. Eines der erstaunlichsten prophetischen Kapitel im Alten Testament und gleichzeitig jenes, das sich am einfachsten verarbeiten lässt, ist das zweite Kapitel des Buches des Propheten Daniel. Daniel war noch ein junger Mann, als er in den Dienst des Herrschers Nebukadnezar von Babylon trat. Als adliger Jude war er zusammen mit einigen seiner Gefährten von Judäa als Gefangener an den babylonischen Hof gebracht worden. Eines Nachts hatte König Nebukadnezar einen besonderen Traum und verlangte von seinen Traumdeutern, dass sie ihm nicht nur den Traum auslegten, sondern ihn auch an den Traum erinnern sollten. Ich träume ihn bereits seit 3 Nächten. Sage mir sofort, was er bedeutet. Selbstverständlich, Euer Majestät. Berichtet mir euren Traum und ich werde ihn deuten. Als erstes musst du mir den Traum erzählen. Majestät? Woher soll ich denn wissen, ob du wirklich über diese Kräfte verfügst? Oder irgendein anderer? Worauf wartest du? Ich bitte euch, Majestät, kein Sterblicher kennt den Traum eines anderen, keiner von uns. Schlägst du etwa meine Bitte aus? Aber Majestät, wage es nicht, dich mir zu verweigern! Wache! Ich verlange, dass alle Wahrsager und Magier hingerichtet werden, auf der Stelle! Alle Magier, Wahrsager und Weisen, die dem König dienten, wurden verhaftet, auch die Israeliten. Die Ratgeber des Königs waren zu solchen Wundertaten jedoch nicht imstande. Und so entschloss sich der erzürnte Nebukadnezar, alle Weisen am Hofe hinrichten zu lassen, einschließlich der Gefangenen von Judäa. Da Daniel aus einer Kultur stammte, in der Wunder bereits eine große Rolle in der Geschichte seines Volkes gespielt hatten, solche wie die Plagen über Ägypten, die einst den störrischen Pharao des ägyptischen Reiches dazu überredet hatten, Mose und sein Volk ziehen zu lassen, die Flucht durch das Rote Meer, das sich zu beiden Seiten teilte, Brot vom Himmel und schließlich die Eroberung des Landes, das ihnen von Gott verheißen worden war, sah Daniel im Gebet eine durchaus plausible Alternative zu seiner Hinrichtung. Seine Gebete wurden auch tatsächlich beantwortet und er ließ sich prompt vor den König führen, um diesem, wie einst einer der 12 Stammesväter Israels, Josef, den seine Brüder an eine Karawane nach Ägypten als Sklaven verkauft hatten, dem Herrscher der Welt seinen Traum zu deuten. Der Unterschied war, dass Daniel, anders als sein Vorvater Josef, nicht nur die Deutung, sondern auch den Traum selbst kundtun musste. Aber dies gelang ihm auch. Und so erinnerte er den König an die seltsame Vision, die dieser in seinem Schlaf gehabt hatte, nachdem er über die Zukunft seines Reiches nachgedacht hatte. Du, König, hattest eine Vision. Du sahst ein gewaltiges Standbild. Es war groß und von außergewöhnlichem Glanz. Es stand vor dir und war furchtbar anzusehen. An diesem Standbild war das Haupt aus reinem Gold. Brust und Arme waren aus Silber und die Hüften aus Bronze. Die Beine waren aus Eisen, die Füße aber zum Teil aus Eisen, zum Teil aus Ton. Du sahst, wie ohne Zutun von Menschenhand sich ein Stein von einem Berg löste, gegen die eisernen und tönernen Füße des Standbilds schlug und sie zermalmte. Da wurden Eisen und Ton, Bronze, Silber und Gold mit einem Mal zu Staub. Sie wurden wie Spreu auf dem Dreschplatz im Sommer. Der Wind trug sie fort und keine Spur war mehr von ihnen zu finden. Der Stein aber, der das Standbild getroffen hatte, wurde zu einem großen Berg und erfüllte die ganze Erde. Das war der Traum. Nun wollen wir dem König sagen, was er bedeutet. Das Wunderbare an diesem Kapitel ist, dass man sich nicht selbst den Kopf darüber zerbrechen muss, was dieser Traum wohl bedeuten möge, sondern Daniel selbst liefert gleich im Anschluss die Deutung. Du König bist der König der Könige. Dir hat der Gott des Himmels Herrschaft und Macht, Stärke und Ruhm verliehen. Du bist das goldene Haupt. Nach dir kommt ein anderes Reich, geringer als deines. Dann ein drittes Reich, aus Bronze, das die ganze Erde beherrschen wird. Ein viertes schließlich wird hart wie Eisen sein. Eisen zerschlägt und zermalmt hier alles. Und wie Eisen alles zerschmettert, so wird dieses Reich alle anderen zerschlagen und zerschmettern. Die Füße und Zehen waren, wie du gesehen hast, teils aus Töpferton,
teilt das Eisen. Das bedeutet, das Reich wird geteilt sein. Es wird aber etwas von der Härte des Eisens haben. Darum hast du das Eisen mit Ton vermischt gesehen. Und dass die Zehen an seinen Füßen teils von Eisen und teils von Ton sind, bedeutet, zum Teil wird sein starkes und zum Teil ein schwaches Reich sein. Und dass du gesehen hast, Eisen mit Ton vermengt, bedeutet, sie werden sich zwar durch Heiraten miteinander vermischen, aber sie werden doch nicht aneinander festhalten, so wie sich Eisen mit Ton nicht mengen lässt. Zur Zeit jener Könige wird aber der Gott des Himmels ein Reich errichten, das in Ewigkeit nicht untergeht. Es wird alle jene Reiche zermalmen und endgültig vernichten. Es selbst aber wird in alle Ewigkeit bestehen. Du hast ja gesehen, dass ohne Zutun von Menschenhand ein Stein vom Berg losbrach und Eisen, Bronze und Ton, Silber und Gold zermalmte. Der große Gott hat den König wissen lassen, was dereinst geschehen wird. Der Traum ist sicher und die Deutung zuverlässig. Da das goldene Haupt des Standbildes aus Nebukadnezars Traum ihn selbst darstellt und die silberne Brust und Arme das auf Babylon folgende Weltreich, brauchen wir uns lediglich der Geschichte zu bedienen, um zu erfahren, welches Reich diesen Teil der Statue darstellt. Aus der Geschichte wissen wir, dass das Dualreich der Meder und Perser Babylon und die bis dahin bekannte, zivilisierte westliche Welt eroberte. Genauso wie ein Arm stärker ist als der andere, waren die Perser den Medern überlegen. Aber sie arbeiteten dennoch zusammen, um ihre Weltordnung aufrecht zu erhalten.